Photoallergie. Photoallergie ist eine Form der Allergie gegen die Sonne. Photoallergie in einem anderen Sinne wäre auch ein volkstümlicher Ausdruck für die Abneigung, fotografiert zu werden. Photoallergie als körperliche Allergie. Photoallergie wird auch als Sonnenallergie bezeichnet. Photoallergie betrifft insbesondere Menschen, die durch Sonneneinstrahlung zu Hautreaktionen geführt werden. Es gibt Symptome der Photoallergie, dazu gehört die Rötung, Verdickung der Haut oder auch ein quälender Juckreiz. Photoallergie kann auch noch weitergehen, sie kann zu Knötchen führen und zu Bläschen führen. Photoallergie kann auch langfristig zur Schuppenbildung führen. Wenn man aber eine Weile auf Sonne verzichtet, dann geht die Photoallergie schnell wieder zurück. Wenn man Photoallergie hat, dann hängt das manchmal auch mit der Gabe eines Medikamentes zusammen. Zum Beispiel Menschen, die Johanniskraut zu sich nehmen, zum Beispiel als Johanniskraut-Tablette, zum Beispiel gegen Angststörung oder Depressivität, haben ein höheres Risiko, eine Photoallergie zu entwickeln. Es gibt auch andere Medikamente, die einen photoallergischen Effekt haben können. Und daher, wenn man Medikamente zu sich nimmt, auch Pflanzenheilmittel, dann sollte man nachschauen oder auch den Arzt fragen, Heilpraktiker fragen oder auch die in der Apotheke nachfragen, ob die betreffenden Medikamente eventuell einen photoallergischen Effekt haben. Ansonsten ist eine sichere Methode gegen Photoallergie, nicht direkt in die Sonne zu gehen und Haut bedeckt zu halten. Manche Formen der Photoallergie brechen nicht aus, wenn man mit Sonnenschutzcreme auf die Haut aufträgt, aber andere Formen der Photoallergie entstehen auch und gerade bei Sonnenschutzcreme. Manchmal muss man auch abschätzen, ist die allergische Hautreaktion eine Reaktion auf die Sonne oder auf das Sonnenschutzmittel. Manche Formen von allergischen Hautreaktionen kommen nämlich nicht wegen der Sonne, sondern wegen einer Sonnenschutzcreme, einem Sonnenschutzmittel, bei dem man eines der Bestandteile nicht verträgt.